Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Phoenix Rising, die verlorenen Götter. Mir ist natürlich jetzt noch aufgefallen, ich habe ja in der Aufnahme oder vor der, nee, das stimmt gar nicht, was ich da rede, im letzten Part habe ich natürlich hier eine verbesserte Essenz des Wassers gefunden, Essenz der Flut oder wie das Ding dann heißt. Ashs maximale Ausdauer wird um 2 Felder erhöht, das werden wir natürlich auswählen statt unserem normalen Ausdauerfeld. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann bei einer anderen Fähigkeit, zum Beispiel hier, Poseidon zählt ja immer für alles, haben wir ja schon rausgefunden, kann ich dann zum Beispiel mal Gesundheit oder Crit Damage oder was auch immer reinmachen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Gesundheit. Kann nicht schaden und so haben wir ein bisschen mehr Leben. Wenn wir das nächste Mal was Gutes Rotes finden, das bräuchte natürlich hier einmal zur Betäubung, haben wir natürlich schon drin. Allerdings kann ich auch sagen, ob die Betäubungschance jetzt 15 oder 20% oder was das ist, gutes 10 oder 20%, ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber hier unten kriege ich auch nochmal 10%, als ob ich jetzt 20% Betäubungschance habe oder insgesamt 30 und dafür nochmal ein Leben mir irgendwo holen kann. Ja, das müssen wir mal sehen, ob ich das so lasse, keine Ahnung. Jetzt machen wir es allerdings so und haben ein bisschen mehr Leben am Start und Ausdauer ist gleich geblieben. Ansonsten hole ich mir jetzt mal die Buffs mit, würde ich sagen, dass wir da nicht wieder ein bisschen rumgenervt werden hier mit Bewegung, Betäubung, Verteidigung und dem ganzen Kram. Und dann haben wir ja gesagt, im heutigen Part gucken wir uns dann mal hier diesen Questgeber an, was der von uns will, und versuchen, diesen Bären hier zu stellen, wo wir dann ja auch wieder eine neue Fähigkeit höchstwahrscheinlich bekommen, wo wir dann auch wieder was Schönes reinskillen können. Mal gucken, ob das alles so aufgeht, werden wir jetzt sehen. Ich bin gespannt. Der ist irgendwo da unten angeblich. Echt? Will ich da runterfallen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Da unten ist er, oder was? Ja, da chillt er nämlich ganz gemütlich rum. Guten Tag auch. Ah, schwingend gebaut, heldenhaft, Daedalos. Hab ich ja schon, oder? Geist des Todesfluges, was will der von uns? Was willst du? Erreiche das Klippenplateau mit deiner Gleitfähigkeit. Und das ist wo? Das hier, oder was? Jo, easy, oder? Das sollte ja eigentlich klappen, oder? So, da sollen wir hinfliegen. Das findet er dann mega, oder was? Achso, hier rüber dann, oder was? Wird dann die Quest ausgelöst, oder? Was wollen die da von uns? Ich weiß es nicht. Zählt das jetzt? Muss ich das in einem Zug da machen, oder wie? Ich hoffe mal, das gilt jetzt so. Ja, da ist hier irgendwas mit... Keine Ahnung, was ich da mache. Nee, ich glaube, ich bin falsch, oder? Keine Ahnung. Ich versuche jetzt trotzdem mal dorthin zu gehen. Vielleicht muss ich einfach nur dorthin kommen. Das ist gar nicht mit Gleitfähigkeit, dass das alles völlig egal ist. Dass es nur darum geht, dass ich generell dort irgendwie mal irgendwann ankomme. Hoffe ich mal. Vielleicht hätte ich es auch da hier durchziehen müssen, sollen, können, dürfen, wie auch immer. Da werden wir ein bisschen rüber gestoßen. Ganz... Ey, hallo, hallo. So, hier wieder hoch. Das war nicht hoch genug. Auch hier beim Fliegen könnte man ja reinsetzen, dass die Ausdauer sich komplett regeneriert. Also wenn das jetzt so sein sollte, dass man wirklich da irgendwie ankommen soll in einem Flug, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, dort die rote Ausdauer eventuell reinzusetzen. Dass man halt... Also diese rote Essenz reinzusetzen, dass man eventuell die Fähigkeit da immer, die Ausdauer immer wieder resettet bekommt oder nochmal volles Niveau bekommt oder wie auch immer. So, hier. Und jetzt gleite ich darüber, oder was? Und dann freuen sich alle kaputt und dann bin ich irgendwie da angekommen, wo ich schon längst mal war. Anscheinend, ne? Jo. Jo, bla, super geil. Ich glaube, der Geist konnte jetzt loslassen. Und hat mir was gegeben? Essenz des Wirbelsturms. Sehr, 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 sehr schön. So, da oben ist irgendwie noch eine Kiste und unten ist auch eine Kiste. Da unten. Irgendwo. Da unten drunter, oder was? Gucke ich mir mal an, wenn wir gerade hier sind.
Dürfte ja leicht zu haben sein. Jo, da können wir natürlich jetzt mit dieser Essenz des Wirbelsturms da, statt Essenz der Luft, können wir natürlich eventuell unseren Kettenblitz da irgendwie verbessern oder öfter auslösen lassen oder unsere Crit-Chance öfter auslösen lassen. Das müssen wir mal gucken, wo ich das reinsetze. So oder so wird es sehr, sehr mächtig werden. Davon können wir mal ausgehen. So, jetzt versuche ich eigentlich nur schnell... Na gut, hier könnte ich auch das Rätsel lösen, interessiert mich aber jetzt mal nicht. Schnell einen neuen Altar zu finden, um dann mich diesen Superfiesling da zu stellen. Hoffe ich mal, wo soll ich denn hin? Reittier kann ich nicht rufen. Oh. Bös verrannt. Das bringt Nick doch darüber, so da irgendwie hin. Okay, also hier so die Richtung. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hätte es auch einfach auf der Karte markieren können, aber das wäre viel zu einfach, ne? Monty, alles klar? Immer mal so einen Blick auf die Karte noch werfen, ob wir irgendwo irgendwas Besonderes noch finden können. Da wäre wieder eine normale Kiste, die wir einfach noch machen könnten. Gucken wir es uns mal an. Klettern hier hoch. Unsere Bewegung kostet ja immer noch wenig. Lalala. Durch den Buff halt und Ausdauerregeneration ist manchmal auch am Start und Defense-Steigerung auch noch. Es ist ein Traum. So, ob ich so viel Ausdauer überhaupt brauche, das haben wir ja auch schon gesagt. Keine Ahnung. Bin ich mir auch etwas unsicher. So, hier, das ist die Ebene, wo wir hin sollen angeblich. Also kann die Kiste eigentlich auch auf der anderen Seite, wird sie auf der anderen Seite sein. Und da ist auch eine, oh, da ist noch Gestein irgendwo. Jetzt falle ich wahrscheinlich gleich runter. Moment. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Komm, Ausdauer. Regeneriere einfach. 4% Chance. Mach was. Ja, ich habe Blödsinn gemacht. Jetzt falle ich runter, verliere Leben oder sonst was. Keine Ahnung. Ja. Ich hätte nicht den Umweg gehen sollen. Das wäre clever gewesen. Autsch. Hä? Hallo? Du schlägst schon längst auf. So, regeneriere Ausdauer und dann gehen wir hoch. Und dann holen wir uns entweder Gestein oder Kiste. Wir gehen mal Richtung Gestein, oder? Oh mein Gott, ey, das ist so schlecht. So, wir brauchen einmal Regeneration und dann dürfte es eigentlich klappen. Mit 4%iger Chance. Vielleicht kommen wir auch so oben an. Ah, das sieht schon gut aus. Wunderbar, Gestein ist jetzt wichtiger als irgendeine Truhe, wo eh nur mal irgendein Quatsch drin ist. So, sehr schön. Crit Chance und so weiter. Bam. Ausdauer ist am Start. Leben auch ein bisschen mehr. Es ist ein Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt noch Defense... Wenn wir Defense noch dabei hätten... Ich glaube, so viel Ausdauer... so viel Leben brauche ich, glaube ich, hier im DLC gar nicht. Die Gegner machen gar nicht so krass viel Schaden. Vor allem nicht, wenn ich die Extra-Leben da immer noch am Start habe. So, da hinten sind etliche Truhen auch wieder. Die natürlich jetzt einladen, gefunden zu werden. Will ich da hoch? Oh, das Klettern da, das nervt, oder? Immer hoch, runter. Völlig nervig. Und dann bei dieser Aussicht, die man da nur hat. Oh, das sieht nach einer Boss-Arena aus, oder? Oder auch nicht? Nö. Einfach nur abkassieren. Und da hinten ist die nächste Truhe. Die ist... Hä? Ach, was? Ist doch eine kleine Boss-Arena oder was auch immer. Irgendeine Arena halt. Egal, da hauen wir sie alle weg. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. So, wir sind ja mittlerweile relativ gut unterwegs. Bam. Aber die war doch zuerst einfach nur lootbar, oder? Dieser Crit oder Kettenblitz. Ich weiß nicht, auf was würdet ihr gehen? Crit oder Kettenblitz? Ich weiß es echt nicht so ganz genau, was ich machen soll. Beides wäre irgendwie geil, aber Crit habe ich halt immer. Eigentlich wäre es schon sinnvoll, die starken Fähigkeiten generell bei Poseidon reinzusetzen. Sei es Leben... Na gut, vielleicht noch so eure Hauptfähigkeit, auf die ihr geht, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich will wirklich immer betäuben. Aber selbst das, ich glaube, ich würde es echt lieber mehr Crit-Damage, mehr Crit-Chance. Das wirkt sich auf alles aus. Auch wenn ich einen normalen Schlag mache, wenn ich einen Kettenblitz auslöse, ich würde das eigentlich immer alles bei Poseidon reinsetzen, muss ich sagen. Außer vielleicht Lilla, das kann man dann woanders einsetzen, weil die Zusatzchance, die braucht man eigentlich nicht. Haben wir ja gelernt. Aber auch selbst da können wir mal gucken, ob wir das nicht doch dort reinsetzen. Hier, man kann einfach stehen bleiben und reinkloppen. Zumindest mal auf diesem Schwierigkeitsgrad, wohlgemerkt. Und mit den Buffs. Komm, jawohl, sehr schön. Ich
wollte gerade sagen, ich wollte mich meinen Dash da reinsetzen. Des Feuers, yay. Wäre natürlich immer noch geil, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich da die Sachen irgendwie zusammensetzen könnte bei irgendeinem so Schmied. Das wäre schon ganz geil gewesen, auch wenn es OP wäre, klar. So, Truhe ist lootbar. Immer noch nicht. Wegen dem Typ da unten jetzt, oder was? Das ist nicht wahr. Weil mich irgend so ein Typ da unten noch im Visier hat. Ich gehe mal ein Stück weiter. Und dann gehe ich wieder zurück. Normalerweise müsste die Musik jetzt gleich... Das klingt gut. So, komm, komm, komm. Loot, 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 loot. Ein Schwachsinn, ey. So, Rohdiamanten, Oliven. Superschön. Ja, vielleicht war es auch echt nur, weil ich irgendwie noch im Kampf war oder so. Aber ich glaub's nicht. Das war, glaube ich, wirklich, weil die hinter mir erschienen sind. Das wollte das Spiel so, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall schöne Truhen gesehen und Zeugs und was weiß ich nicht. Und den Gleiterflug, da haben wir ja auch gemacht. Also auf jeden Fall nochmal sinnvollen Kram. Superfieslinge machen wir auf jeden Fall noch in der Folge, würde ich sagen. Wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischen kommt, dass wir das auch noch gesehen haben. Und dann dürften wir eigentlich eine neue Fähigkeit sehen, soweit ich da informiert bin. Das war ja immer neue Fähigkeit. Da unten sind auf jeden Fall stärkere Gegner. Oh, ich glaube, die habe ich mal gemacht. So, ich markiere das jetzt mal, wo wir eigentlich hin wollten. Ach, du Kacke. Ich habe mich verlaufen. Wobei man auch... Doch, die Richtung. Und dann könnte ich doch eher zu Poseidon oben gehen. Also jetzt will ich alles machen. Jetzt habe ich komplette Fokus verloren. Halt irgendwelche Quests machen. Sind wir hoch genug? Aber gerade so wollte ich noch sagen, aber war doch nicht so. So, jetzt aber. So, los geht's. Reittier, hallo? Reittier. Was jetzt? War ich hier mal? Doch, war ich mal, oder? Keine Ahnung. Doch, hier kam ich doch damals auch raus, oder? Da habe ich mich genauso attackiert und ich habe genau das gleiche gesagt. Oder da war sogar irgendeine Sequenz oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich behaupte irgendwelchen Kram, der nie so war. So, du regenerierst dich nicht und wir gehen weiter. Und da ist ein Stein. Nein, da ist Stein. Und natürlich die Crit-Chance, die wir noch reinsetzen wollten. Und oh je, oh je. Ja, ich würde sagen, Stein holen wir mit, Crit-Chance holen wir mit und dann sehen wir mal weiter. So machen wir es. Und dann sind wir auf jeden Fall nochmal besser aufgestellt und dann passt das schon irgendwie. Ach, hier den Altar habe ich noch gar nicht aktiviert, oder? Was geht hier ab? Dann können wir auch irgendwas reinsetzen, oder was ist das davon? Die Lichtschalter da? Und da wird die Perle da freigeschaltet, was auch immer das ist. Ist das eine Essenz, oder was? Was ist das? Was geht da ab? Wo bin ich hier? Okay, so, haben wir ja doch einiges... Ja, genau, ich bin am falschen Dingens rausgekommen. Da wäre auf jeden Fall noch eine Truhe und nochmal ein Gewölbe, das wir machen können. Kann ich eigentlich zu den Gewölben schnell reisen dann? Geht das? Weiß ich nicht. Aber was wollen die hier von mir? Kann ich auch irgendein Rätsel lösen? Wahrscheinlich rechts, links. Muss ich da irgendwas machen? Keine Ahnung. Und dann die Lichter aktivieren. Wie auch immer, wir holen uns mal Crit-Chance mit. Speichern mal einmal. Keine Ahnung, ey, was die da von mir wollen. So, Crit-Chance setzen wir rein. Wo haben wir denn Crit-Chance überhaupt drin? Bin ich gerade bescheuert? Ah, hier, bei der Axt hatten wir sie drin. Mit 4%. Dort holen wir uns jetzt 6%. Ist nur 2% höher. Moment mal kurz. So, lassen wir auf 4%. Und was ist, wenn ich da das ändere? Kettenblitz 10% Chance auszulösen. 15% Chancen Kettenblitz auszulösen. Plus die 10%. So sind wir bei 20%. Nee, da gehe ich echt auf Crit. Ich gehe auf Crit. Kann ich es da überhaupt reinsetzen? Da geht das gar nicht, oder was? Nö, kann in der Luft eingesetzt. Ist das denn einfach Luft einsetzen? Naja, nee, das kann nur Quatsch sein. Jo, nee, da lassen wir es mal so. Jo, gehen wir auf Crit. So, alles klar. Eine etwas höhere Crit-Chance. Ich kann mir das hier mal markieren, dass hier noch was ist.
So, dann weiß ich das für später. So, die Markierung machen wir weg. Ups, und jetzt habe ich da irgendwas ganz Falsches gemacht und nochmal was Falsches und es ist alles wie immer. So, ne, egal, dann ziehen wir mal weiter. Das interessiert mich jetzt mal nicht so krass. So, wir wollten weiter Richtung Norden. Stimmt, ich hätte auch einfach die Schnellreise verwenden können. Wir wollen eigentlich da hinten hin. Da, das machen wir noch im heutigen Part, dass wir das mal gesehen haben. So, das sollte ja so funktionieren. Also fliegen wir einfach mal rüber. Ich hoffe, mich lenkt nicht wieder irgendwas ab, wie zum Beispiel irgendein Stein, der irgendwo rumhängt. Wir gehen dahin. Da kann ich mich runterfallen, wäre auch kein Problem. Oh, hier verlieren wir massiv Ausdauer. Zieh dich bloß schnell hoch. Was machten die da? Ja, ich komme hier gar nicht hoch. Okay, das ist ein Argument. Das ist ein krasses Argument. Jetzt sterbe ich. Ah ne, ich sterbe nicht. Okay. Jetzt fliegen wir einfach so darüber. Da muss ich mal gucken, was da los ist mit diesem Gestürm da. Eis, wie auch immer. Vielleicht macht Boreas das weg oder so und dann geht's weiter. Was weiß ich. So, wo bin ich jetzt hier angekommen? Ist das diese erste kleinere Insel da? Ja. Und was steht da an Quest? Suche im nördlichen Teil der Region des Sees des lebenden Windes nach Boreas. Okay. Hier ist wohl auch irgendwie ein Rätsel. Was passiert, wenn ich hier drüber laufe? Nix, nix und nochmal nix. Alles klar. Ach du Scheiße. Sonst komme ich hier gar nicht rüber, oder was? Kann ich mich hier nicht hochziehen? Ich will es nur mal wissen für mich. Weil dann ist es natürlich doch nochmal storytechnisch ganz anders relevant. Oder kann ich das sogar so umgehen? Finde einen Weg, das Instrument zu aktivieren. Ja, mit dieser Ausdauerregeneration geht's ja auch. Gehe ich einfach rüber. Ich brauche keinen Wind. Wir fliegen einfach so rüber. Jetzt ist die Frage, ob der überhaupt da hinten ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich muss ich es sogar so machen. Aber es ist mal interessant zu sehen. Vielleicht wird es ja gehen. Wo war denn der Typ? Das ist die andere Frage. Ja, der war da hinten, oder? Ach du Scheiße, es ist schon weit. Ah doch, hier wäre aber wieder Wind am Start. Okay. Vielleicht geht's ja doch. Das ist wahrscheinlich Quatsch gewesen, was ich jetzt mache. Klar. Das da hinten sieht eigentlich so aus, als ob wir da mal hin sollten, oder? Das ist auf jeden Fall irgendeine blaue Zutat. Könnte wichtig sein. Verdrehte Muschel. Jo, nee, alles normal. Ja, ich glaube, ich hätte einfach das Instrument da spielen müssen, ne? Wäre, glaube ich, schon sinnvoller gewesen. Egal, egal, egal. Ich guck mal gerade. Da soll... Ja, der war da hinten, oder? Da sollen wir eigentlich hin. Ich guck mal ganz kurz noch hier hin. Ja, hier ist dann nochmal Ausdauerparty angesagt, oder? Ja. Kann ich das dann jetzt anfeuern, oder wie? Oder auch nicht? Hä? Warum nicht? Vielleicht kriege ich aber hier auch eine Fähigkeit oder so, dass ich das dann dementsprechend kann. Oder dass das mir irgendwie hilft oder so. Doch, jetzt ist es richtig. Müsste ich dann noch eins anschießen? Nö, das passt doch, oder? Ja, so irgendwie, da müssen wir noch ein bisschen da Feuer weiterbringen, wie auch immer. Ich versuche mal da so rüber zu gleiten. In der Hoffnung, dass ich jetzt da nicht ausdauertechnisch beschädigt werde. Mal gucken, ob ich ihn dort finde. Und wenn nicht, machen wir dann im nächsten Part dann wirklich mit dem Bären weiter. Ja, und dann können wir halt das Rätsel da mit dem Instrument und so. Den Kram können wir dann natürlich auch machen. Eventuell kriege ich jetzt hier Ausdauerschaden. Ah, da wäre zumindest mal Altar. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Weil dann könnte ich hier so abkürzen dann irgendwann. Wenn es dann heißt, da hinten das Instrument spielt, dann müssen wir nicht wieder hier rüber. Sondern dann gehe ich einfach per Altar, per Schnellreise dorthin. Hier war der Ausdauerreck wieder. Das hilft hier sehr. Könnte sogar sehr entscheidend gewesen sein. Dass wir es eventuell nach oben schaffen. Vielleicht war es auch Quatsch und ich hätte müssen da hinten hoch. Sieht man ja. Wäre eine schöne Zwischenebene gewesen.
Wäre, hätte, könnte, wenn. Oh, schön. Das war wichtig, diese Ausdauerregeneration. Das sieht doch gut aus. Ey, ich mach so viel. Oh, außer hier ist Ausdauerschaden. Ist das Ausdauerschaden, was hier so rumhängt? Da in der Luft. Jo. Mist. 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 Das zu meinem Thema Abkürzung. Ja, okay. Nee, da muss ich es anders machen. Dann muss es über Feuer, Instrument etc. gehen. Okay, ich werde mich dann auf den Weg zurück machen und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Mein Gott, was für ein Scheiß, oder? Jo, ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, bis dann, ciao.